glaube, das reicht. Müssen wir jetzt natürlich noch eine ellenlange Straße bauen. Bei Brücken geht, glaube ich, nicht. Den Brücken. Wahrscheinlich auch bloß, wenn es gerade ist. Ja. Das geht wohl nicht. Ja, haben wir Pech gehabt. Ja, ob das die richtige Taktik war, ich bezweifle es fast. Die können halt nur auf geraden Flächen. Ja. Das geht auch. Okay, dann können wir jetzt die Verbindung hierher bauen. Und dann die Harvester setzen. Haben wir gleich drei Stücken. Wer weiß, wozu wir die noch brauchen. Ja, das mit dem Drehen ist jetzt natürlich schon ein bisschen kacke. Er weiß nicht, wie man dreht. Also, dann wissen wir allerdings auf jeden Fall, dass wir einmal oh, Moment, zur 2 müsste das dann hin. Dass die jetzt quasi mit Wasser beliefert werden. Und die brauchen jetzt auch noch Wasser. Bauen wir erstmal die Verbindung auf zur Livestock Farm, damit das Sweet dorthin geht. Und Wasser auch zur Livestock Farm. So, damit kriegen beide Wasser. So, Textilfabrik 1 braucht auch das Leder dann. Das sollen sie auch bekommen. So, und den Rest, naja. Im Prinzip Fleisch. Und Milch schicken wir einfach mal nach Manhattan rüber. Fleisch nach Manhattan. Zack. Wird wahrscheinlich nicht viel Geld bringen, aber ist egal. So, und hier wird dann jetzt quasi die Arbeitskleidung hergestellt, die wir dann. Was in Manhattan? Manhattan will Arbeitskleidung haben. Destination. Ach, haben wir schon eingestellt? Ne, haben wir nicht. Manhattan. So, dann müssen wir jetzt warten, bis das erste Leder rauskommt. Und die Herstellung beginnt. Okay, die haben Wasser. Gut, die produzieren. Sehr schön. Fehlt ein kleines Stück Straße. Das Stück hier meinst du? Ja, ist wahrscheinlich, oder liegt wahrscheinlich daran, dass das halt hier zufallsgeneriert ist.
Weil ja jede Karte anders ist. Und guck mal, hier ist ja tatsächlich in den kleinen Ort Berlin. Und hier kann man es auch einfach machen. Zack, Straße hingesetzt, fertig. Und da, es funktioniert tatsächlich. Es wird Arbeitskleidung hergestellt und weggebracht. Okay, ich produziere wahrscheinlich zu viel Kohle, so wie es aussieht. Ich habe zu viel Kohle. Wird wahrscheinlich reichen, wenn wir da noch irgendwie einen Truck mit reinsetzen. 10 ist Maximum. So, was mich jetzt aber persönlich noch interessiert. Das habe ich nämlich noch gar nicht probiert. Eine Früchtefarm. Oder wie auch immer das, Plantage. Kann man denn da alles machen? Äpfel, Orangen und Wein. Okay, Wein habe ich schon gesehen. Orangen und Äpfel. Kann man da Säfte herstellen? Wir bauen jetzt einfach mal. Ist eine Brauerei. Also beim ersten Spiel habe ich natürlich als erstes auch Bier gemacht, ne? Mal gucken, was in der Brauerei alles möglich ist. Wein, Brandy, Bier, Barley, Whisky. Was ist das dann? Fass oder was? Und Cider? Cider? Ja, offensichtlich. Äpfel kann ich dann wahrscheinlich nur verkaufen, weil Apfelsaft kann ich nicht machen und Orangensaft auch nicht. Kauft das denn einer? Wendy. Cider. Cider, ich weiß nicht, was das ist. Ah, okay. Ist Apfelsaft dann. Oder. Nicht Apfelsaft, sondern vielleicht ist es ja auch Apfelschorle. Dann hätten wir nur noch Orangen. Hopfen. Oh, wusste ich gar nicht. Brandy braucht bloß, ach so, braucht Wein. Brandy brauchen Wein. Okay. Aber Orangen? Ich wüsste jetzt nicht, wozu Orangen noch da sind. Haben wir eine Bäckerei? Wir haben Lebensmittel. Eine Food Factory. Saft. Orangen. Da haben wir es doch. Duke, was ist das? Nicht mal vom Bild her kann ich es erkennen. Ich habe es aber schon mal gehört. Ist das ein Double Donut? Ein Double Donut. Jetzt, wo es bei mir im Raum dunkler wird, werde ich viel bunter, oder? Wow. Knorke in Farbe und bunt. Der wird dir da, glaube ich, was ganz anderes erzählen. Das ein Brötchen? Sieht das aus wie ein Brötchen? Ja, wahrscheinlich. Muss ja, ne? Ist ja, ja, irgendwie schon. Ach, das ist Teig. Jetzt sehe ich das. Das ist Teig und das ist die Teigrolle. Das ist nur Teig, oder? Wenn ich jetzt auf Hamburgers gehe, Hamburger brauchen Teig. Pies and Cake? Brauchen Teig. Alles klar. Wir haben auch noch Fisch, ne? Ist klar.
Fisch ist auch ganz wichtig. Das habe ich noch nicht ausprobiert oder geöffnet. Papermill hat man gerade, Phonitor hatte ich schon. Ne, den Rest hatte ich alles. Farm habe ich gerade getestet. Eisen. Gaspumpe hatte ich schon, Ölpumpe hatte ich auch schon. Sand ist das einzige, was ich noch nicht geholt habe. Doch, hatte ich. Und muss auch an der Küste gebaut werden. Ja, da ist die Kartengenerierung ist hier ein bisschen schief gelaufen. Ist sie nicht. Kann ich die Straße hier kaputt machen? Nee. Also ist es doch schief gelaufen. Weil ich halt tatsächlich bloß an solchen geraden Stellen kann ich was hinsetzen. Das ist ein bisschen rar gespickt. Aber okay. So viel dazu. 5,5 Stunden haben wir geschafft. Freunde. 5,5 Stunden. Ich beende das jetzt einfach mal. Moment. Zack, zack. Exit to Desktop. Weil speichern kann man hier nicht. Nicht in der Demo implementiert. Big Cam kann ich jetzt nicht einschalten. Such die. Oder ich probiere es mal einen Moment. Nee. Die Big Cam kann das nicht. Ich glaube, ich schalte. Moment. Es geht gleich los. Keine Angst, geht gleich los. Damit geht's. Wow, jetzt sieht man, dass es dunkel ist bei mir. Der dicke Mann in groß. Schlimm, oder? Das kann ich löschen, entfernen. Ich mache das gerade live. Wow. Ja. Das machen wir auch hier bei der Cam. Entschuldigt für das Hin- und Herschalten, aber ich bin gerade in Entfernlaune. So. So. Gut. Ich denke, wir beenden das für heute. Muss ich mich wieder rasieren, ne? Sonst meckert Mutti rum. Ekelhaft. Ekelhaft, der Mann. Ekelhaft. Wen gibt man denn heute mal einen Host? Mein rechter Host ist frei. Ja, Captain Knorke ist online. Grolko. Mr. Wage. Zirko Nell streamt auch wieder, aber bei dem gibt's nur World of Warcraft. Immer nur World of Warcraft. Und der Skull mit Borderlands 2. Oder habe ich noch irgendeinen Unbekannten, den ich noch nicht irgendwo drin habe? Den Ninja Spooky 177 Viewer. Wow. Da sehe ich richtig arm und klein aus, ne? Mit meinen 10 Leuten. Aber ihr seid besser. Besser als diese 177 Namenlose. Na egal, ich würde sagen, Sir Connell streamt eigentlich nur für 2 Leute gerade, weil die den Raid sehen wollten. Ach so. Okay, okay. Weil den hatte ich schon lange nicht mehr streamen sehen. Ich meine, ich kenne den noch guck mal, ich muss. Schief, seht ihr das hier? Schief. Hier, Locken im Gesicht. Ekelhaft. Woher kenne ich ihn? Dunkelbundzeiten noch, glaube ich. Kennt der eine oder andere vielleicht noch. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Ich werde jetzt irgendeinen Host anschmeißen. Keinen spezifischen, hat der auch nichts mit einer Hit. Mein Headset geht kaputt. Muss ich mal zukleben. Und ja, Dunkelbund, das war ja die Headset-Zerstörerin. Ich werde jetzt irgendjemanden hosten. Egal wer, hat keinen Stellenwert. Ne, also es ist keine Rangliste, die ich jetzt habe, den ich am beliebtesten finde. Ich schmeiß irgendeinen rein. Weil ich weiß nicht, ob der Bot jetzt automatisch einen reinschmeißt, einen Host.
Aktiviert war es mal, aber der macht es ja eh selten. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich sollte in die Kamera reinschauen, nicht immer rüber in den Chat gucken. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ja. Projekt Automata. Der Agariel hat uns die Augen geöffnet. Nein, wie gesagt, mein Englisch ist echt scheiße, deshalb habe ich mir das da so gut wie gar nicht durchgelesen. Wer Bock hat, Kickstarter-Kampagne oder einfach auf die Seite gehen von Projekt Automata, da ist ein Link zur Kickstarter-Kampagne, könnt euch das durchlesen. Die Demo selbst gibt es auf der Seite, auch wenn sie jetzt nicht so viel zu bieten hat. Ein bisschen Spaß hat sie ja doch immer. Sonst hätte ich nicht gespielt. Ob ich nochmal Transport wollte ich gerade sagen, nein, Industry Manager im Stream spielen werde, weiß ich nicht. Gespeichert habe ich es ja. Das heißt, im Notfall ist was da. Aber ansonsten, spätestens Montag wird es wieder einen Stream geben und ja, dann ist Lego-Zeit. Ne, dann werden wir den letzten Akt von Jurassic World, also in dem Fall tatsächlich Jurassic World, spielen. Ich weiß nicht, wie lange der dauern wird. Ob der länger ist als die anderen Akte folgen, keine Ahnung. Oder ob der genauso lang ist wie die. Ansonsten, wenn wir das dann geschafft haben, ich guck mal. Ich werde mir dann auf Steam dann eins von den anderen Lego-Spielen runterladen, dass wir da den Lego-Montag weiterhin Lego-Montag nennen können. Ja, also die 150.000, also ich glaube, die haben nicht mal 10.000 im Moment, ne? Und sind schon einige Tage vergangen. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. 150.000 sind für mich sowieso völlig übertrieben, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Besonders wenn es dann, obwohl du hast gesagt, dass die Early Access nicht wollen, das wäre dann vielleicht noch die einzige Möglichkeit, ne? Dass er dann, was weiß ich, nicht so viel Kickstarter-mäßig machen, sondern das ganze Early Access rausbringen, mit mehr Funktionen als jetzt die Demo, weil sonst ist es ja Blödsinn. Und sich dadurch vielleicht ein bisschen finanzieren, ja, und dann aber auch regelmäßig Updates bringen. Aber sowas ist immer ein Glücksspiel. Sowas ist immer ein Glücksspiel. Lars, wenn du arbeitest. Wenn du arbeitest. Im Moment ist es so, dass, also ich habe jetzt im Prinzip Montag und Freitag habe ich jetzt gemacht und zwischen 13 und 14 Uhr angefangen und dann halt, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr, je nachdem wie die Stimmung ist oder wer dann noch streamt. Oh, meine App meldet sich gerade und sagt mir, dass Mr. Wage online ist. Und bei mir steht, was soll das denn? Die eine App sagt, Sir Cornell streamt Farming Simulator und die andere sagt World of Warcraft.